bin Silvia Ostermann. Ich bin Pferdeosteopathin und betreibe mit meinem Mann hier ein Therapiezentrum für Pferde. Wir haben ein Schwimmbad für Pferde, wir haben ein Laufband, eine Führanlage, eine Sohlekammer. Also wir können sämtliche Krankheitsbilder hier aufnehmen. Hier kommen Pferde von bis. Wir haben ganz viele Beinverletzungen, Sehnenschäden. Wir haben aber auch Pferde, die eine Pause einfach nur nach dem Sport haben sollen und quasi hier Urlaub machen für 6 Wochen. Dann haben wir Rückenproblematiken, dann haben wir zu dicke Pferde, großes Thema. Und Hustenpferde haben wir viele. Und ja, die Palette ist eigentlich riesengroß, was wir hier anbieten und was hier alles bei uns landet. Wir haben ein paar Hochleistungssportpferde, wo viele sich fragen, warum kommen davon nicht viel mehr? Das liegt einfach daran, erstmal sind die viel, viel besser betreut. Und wenn einer mal ausfällt, ist es nicht so schwer, den mal ein Jahr wegzustellen. Also zu uns kommen wirklich die geliebten Freizeitpferde. Und wir haben, also ich kann wirklich, wenn ich jetzt eine Statistik aufstellen würde, könnte ich nicht sagen, es ist der Hannoveraner, der vorne rechts kaputt geht. Manche, die von uns wissen, die kommen direkt nach der Klinik oder wenn die Kliniken wissen, dass es uns gibt, empfehlen die uns gleich weiter, damit die Stehzeit zu Hause wegfällt. Manche wissen es nicht, versuchen es zu Hause, versuchen das Pferd zu führen, was meistens genau 4 Wochen gut geht und dann wird das Pferd leider so wild, dass das Führen auf normalen Anlagen schwierig wird, weil da der ganz normale Reitbetrieb weiterläuft und die Pferde dann oft keine Lust mehr haben. Ganz zuerst schließt sich der Tierarzt mit unserem Tierarzt kurz, dass wir überhaupt wissen, wie groß ist der Schaden, ist es ein Folgeschaden, gab es schon mehrere Verletzungen an dem Pferd und wenn wir ein genaues Krankheitsbild haben, dann schaue ich das Pferd osteopathisch nach, weil es oft einen Grund dafür gibt, warum Sehnen kaputt reißen. Und dann fangen wir an, das Pferd im Wasser zu bewegen, damit einmal die Energie rausgeht und dass der Muskelabbau nicht ganz so rasant ist, sondern im Gegenteil, wir bauen die Muskeln halt wieder auf. Wenn wir merken, dass die Pferde aber sehr, sehr wenig Muskulatur haben, arbeiten wir sie zuerst auf dem Laufband. Mein Mann hat früher professionell Rennpferde hier trainiert und damals hatten wir noch schlimme Winter und der Rennsport läuft über das ganze Jahr und wir wollten einfach was Schonendes haben, wo wir die Rennpferde im Winter weiter trainieren können. Hatten uns einen Aquatrainer ausgesucht, haben aber gemerkt, dass die Pferde im Grunde genommen dann wieder auf ihren Beinen laufen und genau das wollten wir umgehen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ein Schwimmbad zu bauen. Jede Firma hat so seinen Beitrag dazu geleistet, weil das einfach sowas gibt es nicht so oft in Deutschland. Es ist 3,50 Meter tief, was ganz wichtig ist, damit die Pferde nicht anfangen, irgendwann mit der Hinterhand vorwärts zu hüpfen wie ein Känguru, sondern sie sollen wirklich schwimmen. Im Durchmesser könnte ich es gar nicht sagen. Ich würde sagen, ein großer Longierzirkel. Danach haben wir das quasi bemessen. Der Behandlungsplan ist wie folgt. Erstmal sagen wir den Besitzern, dass das Pferd mindestens 6 Wochen hier bleiben muss. Das liegt daran, weil wir mit dem Schwimmen nur langsam anfangen können. Also die schwimmen am Anfang 1-2 Runden rechts rum, links rum und sind oft so kaputt, dass wir das langsam aufbauen müssen. Es gibt dann auch Tage, an denen sie quasi nur aufs Laufband gehen oder nur an der Führanlage. Und so wird das immer mehr gesteigert. Und das ist so eigentlich der Klassiker, der immer passiert. Aber wie es dann für jedes einzelne Pferd komplett aussieht, das wird immer individuell entschieden. Es kommt immer darauf an, was ist das für ein Typ Pferd? Ist es sehr nervig oder ist es einfach sehr, sehr dick und hat Schwierigkeiten, sich ordentlich fortzubewegen? Wie alt ist es? Wir haben lange an unserem Konzept gefeilt und wissen jetzt genau, wie es funktionieren muss. Und somit geht eigentlich jedes Pferd wirklich ins Wasser. Also manche brauchen ein bisschen Futter zusätzlich, aber eigentlich läuft es sehr, sehr reibungslos, dass sie einfach reingehen und schwimmen. Weil so unnatürlich ist das Element gar nicht. Je nachdem, in welchem Zustand die sind und die Profis, also den wir vorhin gesehen haben, der ist schon lange hier, der darf jetzt nächste Woche nach Hause gehen, der schwimmt wirklich jeden Tag.
Ich sag mal so, nach 4 Wochen sieht man an jedem Pferd einen Erfolg. Ob es nun muskulöser wird oder ob sie dünner werden oder je nachdem. Vor allen Dingen werden sie auch wieder beweglicher, das kommt ja auch noch mit dazu. Der klare Vorteil ist einfach, dass wir die Muskulatur aufbauen, die ja sonst völlig verloren geht in der Zeit, wo die stehen. Und psychisch sind die Pferde halt deutlich besser drauf. Also Pferde, die nur in so einer Reitanlage in der Box stehen und dann noch ein bisschen geführt werden, sind irgendwann wirklich so über die Uhr. Und je schlimmer die Psyche ist, desto schlechter ist einfach der Heilungsverlauf. Das ist wie bei uns Menschen auch. Das sehen wir, dass das den Pferden hier sehr gut tut, dieser völlig geregelte Tagesablauf. Morgens wird ganz normal gefüttert. Und dann fangen wir an zu arbeiten mit den Pferden. Es werden alle Pferde hier morgens bewegt. Also entweder geschwommen, Führanlage, Laufband. Also sie arbeiten alle zusammen. Die dürfen, gehen dann auf die Paddocks. Dann gibt es für alle Mittagessen. Und nachmittags ist hier im Grunde genommen nur noch Wellnessprogramm. Wir arbeiten hier mit dem Laser. Das wird oft bei Sehnenschäden eingesetzt, immer noch Absprache mit den Besitzern. Und also wichtig ist wirklich dieser osteopathische Aspekt, weil man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn Sie vorne einen Sehnenschaden haben, die Schulter hängt an Muskulatur auf. Und dieser Sehnenschaden kommt eigentlich nur dann zustande, wenn diese Muskulatur aus irgendwelchen Gründen mal fest ist oder zugemacht hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Pferde, ob sie nun bei uns sind oder ob sie zu Hause behandelt werden, dass die immer osteopathisch oder Physiotherapeuten nach solchen Schäden behandelt werden. Weil wenn man das nicht macht, sind das oft diese Folge-Sehnenschäden, wo man sagt, oh, mein Pferd, der hat dauernd vorne einen Sehnenschaden. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Besitzern zusammen. Entweder kommen sie direkt zu Besuch oder wenn sie von weiter weg sind, dann wird es telefonisch und per WhatsApp geklärt. Und letzten Endes entscheidet es natürlich das Pferd und der Tierarzt. Wenn die Bilder nicht gut sind, es gibt immer wieder Nachkontrollen. Daran sehen wir einfach, wie weit ist der Heilungsprozess fortgeschritten. Darf das Pferd schon geritten werden oder nicht? Und also wir können in diesen 6 Wochen sehr viel helfen. Und ob der Weg dann noch hier weitergeht oder ob das Pferd dann nach Hause geht, das wird dann spontan entschieden. Es gibt ja auch sehr, sehr kleine Schäden. Dann gibt es immens große Schäden, womit manche Pferde aber viel besser zurechtkommen, als man glaubt. Also jedes Pferd ist da wirklich anders. Man kann nicht sagen, ein großer Schaden braucht viel länger als ein kleiner Schaden. Wir sind gar nicht so teuer. Also der Tag kostet hier 40 Euro plus Mehrwertsteuer, all inclusive. Also das ist wie Cluburlaub hier, man muss sich um nichts mehr kümmern. Und da ist alles drin. Also bis auf zum Beispiel Schmied, Tierarzt, Osteopathie kommt oben drauf. Aber alles, was man hier sieht und anfassen kann, sage ich immer, ist all in. Also funktionieren kann bestimmt alles irgendwie. Das Problem sehe ich daran, dieses auf die Weide stellen. Ja, das kann sein, dass die wieder gesund werden. Aber für mich ist das nicht der richtige Weg, weil ich glaube, dass einfach dieser Schaden nicht so verheilt, wie man sich das wünscht. Und das Pferd auch nicht so aufgebaut wird. Im Grunde genommen ist es so, wenn der Schaden erstmal da ist, ist es wie bei Menschen auch, die Pferde gewöhnen sich eine Schonhaltung an. So, und wenn das Pferd dann noch jeden Tag 20, 30 Kilometer auf der Wiese läuft, wird es nicht unbedingt besser, sondern diese Schonhaltung, die wir vielleicht so mit unserem Auge gar nicht sehen, also ich sehe sie, wird ja nicht weniger. Und somit kann es so von einem Dilemma ins nächste Dilemma rutschen. Kann passieren, muss nicht passieren, aber ich würde es mit meinem eigenen Pferd nicht machen. Ich mache das mit meinem Mann hier alleine. Das soll auch eigentlich so bleiben, weil wir die Pferde wirklich sehr engmaschig betreuen können. Und natürlich könnten wir noch viel mehr Pferde hier schwimmen lassen, aber dann wird es mehr eine Waschstraße als alles andere. Also um die wirklich gesund zu kriegen, muss man ein Auge drauf haben. Es gibt immer Besitzer, die in der Nähe sind, die kommen auch mal vorbei und putzen das Pferd. Oder also richtig an der Therapie können sie nicht teilnehmen, aber deswegen haben wir auch diese Halle gebaut. Weil Ziel ist eigentlich, dass die Leute hier anfangen zu reiten. Dass wir einfach sehen, wie gut hält es, wo gibt es noch Probleme unterm Sattel. Also wir arbeiten eng mit einer Sattlerin zusammen, die kommt, passt die Sättel an. Das ist so dieses Gesamtkonzept, was wir anbieten. Und der letzte Patient, die kam wirklich dann jeden zweiten Tag, ist ihr Pferd geritten und wir konnten genau sehen, wohin geht der Weg. Und die haben vor allen Dingen ihre Ruhe hier. Die Halle haben sie für sich alleine so und können ganz in Ruhe mit ihrem Pferd hier anfangen zu trainieren.
da kann ich echt aus Erfahrung sagen, Spontanschaden sind ungefähr 3%. Also das meiste baut sich einfach schon ein halbes Jahr vorher auf, ohne dass man es merkt. Die fangen an, auf der Hand zu liegen oder sind beim Gurten komisch oder es sind einfach ganz viele Kleinigkeiten, wo man drauf achten muss und irgendwann geht was kaputt, sag ich mal.